Wie kommt es, dass wenn ich mich selber google, ich Bilder von Bekannten, Freunden oder auch ganz fremden Leuten finde? Suchmaschinen indexieren Websites. Die erfassen sie, suchen nach Begriffen und speichern diese Begriffe und legen dann einen Index dazu an. Die wissen mit den Ergebnissen nicht umzugehen. Das heißt, in diesem Beispiel könnte es sein, dass eine Freundin eine Website hat, da ist ein Foto von ihr und irgendwo auf dieser Seite, vielleicht in den Kommentaren oder sie erwähnt mich im Text, steht mein Name. Das heißt, Google zieht dann zu diesem Bild, du hast ja eine Bildersuche versucht, eine Verbindung zu meinem Namen, auch wenn nicht ich das in diesem Bild zu sehen bin. Und dadurch kann es kommen, dass wenn ich meinen Namen suche, ich eigentlich Fotos finde von Websites, auf denen mein Name vorkommt, aber ich selber habe mit diesem Foto nichts zu tun. Es kann in einer Zeitung sein, in der ja unter dem eigentlichen Artikel noch so Vorschaubilder von anderen Artikeln sind, dass diese Fotos geladen werden und angezeigt werden. Das ist, wie gesagt, diese Ergebnisse sind nicht sehr intelligent. Google sucht einfach nur, oder auch andere Suchmaschinen, nach sämtlichen auffindbaren Informationen. Sie ziehen aber keine Rückschlüsse und sie verbinden auch nicht, versuchen diese Ergebnisse also nicht intelligent zu machen. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass ich da eine Verknüpfung lösen kann? Also wenn ich da mit jemandem verknüpft werde, mit dem ich nicht verknüpft werden möchte? Man müsste sich an den Betreiber dieser Website wenden, an dem mein Name in Verbindung mit einer anderen Information, ein Bild oder einem anderen Namen einer anderen Person steht und sie bitten, mich daraus zu löschen, meinen Namen zu entfernen. Wenn das nächste Mal der Webcrawler einer Suchmaschine vorbeischaut und die Seite neu indexiert und sämtliche Worte erfasst, die auf dieser Webseite stehen, taucht mein Name ja nicht mehr auf. Das heißt, es wird kein Index dafür angelegt und es wird keine Verbindung zu den anderen genannten Begriffen auf dieser Website hergestellt. Und ich müsste dann aber auch schauen, dass mein Name auch komplett aus den Metadaten rauskommt, oder? Die Metadaten sind natürlich Informationen, die man zum Beispiel in Mediadateien hinterlegt, also die ich nicht direkt sehe, die aber trotzdem da sind. Zum Beispiel in den Bildinformationen, weil sie sehr ausführlich benannt wurden, weil steht, wer ist hier zu sehen. Da müsste ich entweder dafür sorgen, dass die Metadaten gelöscht werden oder dass dieses Bild natürlich gelöscht wird. Und das nächste Mal, wenn die Seite indexiert wird, nicht mehr auffindbar ist.